In meiner Garderobe gibt es ein Treffen, genau. Ein Date. Die Österreicher sind ja zwischen eh so der Kaiserin und dem, Kaiser. Kaiser. So ist es. Man muss dazu sagen, dass die Camilla, ja, mich sehr, sehr oft immer retten muss. In allen möglichen Inszenierungen, egal welche Oper, sie kommt mich immer retten. Ja? Und ich glaube hier auch. Also, naja, der Tenor ist immer verloren und ja. Die Frauen müssen immer die Männer irgendwie ja, zur Raison. Der Tenor ist absolut triebgesteuert in diesem Stück. Der möchte sie erobern. Ja, um er jeden geht ja Preis. Immer jagen. Naja, ne. Er ist nie zu Hause, er ist immer jagen. Und die Kaiserin kann sich verwandeln in eine Gazelle. Sie kommt ja aus dem Geisterreich und ihr Vater Kai Kobart ist, glaube ich, nicht so ein ganz angenehmer Herrscher in der Geisterwelt. Also er ist kein angenehmer Schwiegervater, überhaupt Nein. nicht. Nein. Und sie hat die Amme, weil ihre Mutter gibt es nicht mehr. Ich glaube, die ist wahrscheinlich gestorben. Aber die Mutter hat sich immer zu den Menschen gezogen gefühlt. Und ich denke, dass die Kaiserin das von ihr geerbt hat. Das Stück geht eigentlich darüber, dass die Kaiserin einfach sich in der Menschenwelt wiederfindet, weil die müssen von einer armen Frau müssen die diesen Schatten abkaufen können mit schönen Dingen. Es wird ihr versprochen, sie kriegt Geld, sie kriegt Bedienstete und so will man dann ihr diesen Schatten abkaufen. Knöpfen. Um den Kaiser zu retten. Genau, um den Kaiser zu retten. Mhm. Und der Kaiser ist natürlich auch eifersüchtig, ja, dass die Frau, also dass die Frau eine Schatten, also die Kaiserin, in der Menschenwelt ist. Menschendunst haftet genau, an ihr. Genau, Menschendunst hängt an ihr. Hängt an genau. ihr, sagt er. Genau. Worauf er furchtbar eifersüchtig wird. Ja, und er hat natürlich seinen Falken, der ihm immer den Weg weist. Ja. Sein Falke kann natürlich auch im übertragenen Sinn sein Ego sein oder alles, was ihn halt antreibt, seine Emotionen oder so. Das hängt immer vom Regisseur ab, wie er das genau. gerade so macht. Also ja. Es ist dann so, dass die Kaiserin durch dieses Stück geht und lernt, die Menschen zu verstehen. Sie lernt, was bedeutet Empathie, was bedeutet, jemanden ins Unglück zu stürzen, weil das macht sie ja in dem Sinn, sie dieses Färberpaar, also die Färberin und der Färber, die auch keine Kinder haben, versucht, denen quasi auseinanderzubringen. Und da merkt sie, nein, das ist nicht der richtige Weg. Also man braucht unglaublich tolle Sänger. Gott sei Dank haben wir eine. Oder eine. Das hat lange gedauert, bis du das gesagt hast. Und also man braucht wirklich hohe Gesangskunst in diesen Partien und ein riesen Orchester. Und wir brauchen eine gute Inszenierung. Ja, aber die haben wir Gott sei Dank. Ja, die gibt es ja schon seit vielen Jahren von Klaus Guth. Also heißt muss es ja gut. Gut. Ja, stimmt. Die kann nur gut sein. Stell dir vor, der heißt Klaus Schlecht. Hätte man schlechte Inszenierung. Nein, wir haben eine gute. Ja, naja, also dieses Stück, wie gesagt, wurde 1919 uraufgeführt in Wien. Und es war in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo die Welt wirklich sehr durcheinander war. Die Monarchie war kaputt. Es war kaputt. Eine komplette Neuordnung es der war Welt. Eine totale Neuordnung in der Welt. Und auch, was bedeutet es, eine Frau zu sein in dieser Welt? Was soll die Frau eigentlich, was ist die Bedeutung von einer Frau? Was soll man denn hier in dieser Gesellschaft machen? Ist man nur dafür, Kinder kriegen? Ja, ja.
um dass es irgendwie weitergeht? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Also für eine Frau? Insofern kann man den Schatten auch so interpretieren, wenn ich genau, man kann den Schatten in verschiedenen, auf verschiedene Weise kann man. Also eine Frau, die einen Schatten wirft, ist dann eine Frau, die ihren Weg in der Gesellschaft nicht nur bei Küche und Herd findet, sondern sie geht wirklich, genau, auch raus, ja, in die Welt. Zum Beispiel wie die Kaiserin. Sie geht in eine so andere es, Welt. So ist es, genau. Ja. Also es gibt, wie gesagt, viele, viele tolle Aspekte. Ich bin sehr glücklich, dass du so gut über das Stück Bescheid weißt. Dass alle, die dieses Video jetzt sehen, kommt bitte in die Staatsoper. Weil dieses Werk, dieses Stück, ja, gibt es nicht oft zu sehen. Es ist eine unfassbar schöne, ästhetische Inszenierung, also mit Fabelwesen auf der Bühne und wirklich toll, wirklich etwas fürs Auge, fürs Ohr und vor allem fürs Herz.